Hallo zusammen, Gelegenheit macht Diebe. Ein klassischer Spruch aus den lange vergangenen Bundeswehrzeiten. Ich halte dem entgegen, Gelegenheit macht Siege. Das gilt zumindest beim Skat. Und damit wollen wir uns das Rätsel der letzten Woche anschauen. Rätsel Nummer 82. Die berühmte Gelegenheit ergibt sich. Und in dem Titel habt ihr schon so ein bisschen die Idee, dass das Spiel aus eigener Kraft eben nicht zu gewinnen ist, dass ihr ein wenig die Unterstützung der Mitspieler braucht. Aber die bekommt ihr beim Skat nun mal oft genug. Was also ist passiert? In Vorhand schaut ihr auf ein sehr starkes Ausgangsblatt. Erstmal 6 Trumpf in Pik mit 2 Bauern und dem Trumpf Ass, ein Herz Ass noch dabei und 2 Zehner, die ihr potenziell drücken könnt. Logisch, dass ihr erstmal optimistisch an die Geschichte rangeht, 33 auch sicher reizen würdet. Braucht ihr aber gar nicht. Mittelhand ist sofort weg. Hinterhand bietet noch 18, passt dann. Und jetzt beim Griff in den Skat. Die große Enttäuschung und plötzlich dämmert euch, dass ihr jetzt gar nicht mehr so ein gutes Spiel habt. Also mal wieder der Spruch, kann man eigentlich nach Skataufnahme ein schlechteres Spiel haben als vorher? Im Prinzip heißt es ja nein. Andererseits hat man doch auch ein paar günstige Findungen mit einkalkuliert. Und wenn das wirklich so die absolut schlechteste Findung ist, dann kann man schon sagen, nach der Skataufnahme ist das Spiel schlechter, nämlich eine Chance schlechter zumindest. So, wie entscheidet ihr euch jetzt? 20 zu drücken sieht inzwischen gar nicht mehr so pfiffig aus, denn dann habt ihr ja noch 3 fette Beikartenstiche in der Abgabe plus Trumpfstiche. Also hier kann man auch mal 13 drücken in der Hoffnung, dass man Karo Ass zu stechen bekommt, in der Hoffnung, dass die Kreuz 10 hochgespielt wird oder sich sonst ein günstiger Spielverlauf ergibt. Also 13 Augen in den Keller und dann immer noch ein passables Spiel. So ist es nicht, aber die erste Ernüchterung ist natürlich eingekehrt. So. Spiel läuft los. Herz Bube schlagen wir auf, ganz normal. Pik König, Pik Bube, soweit so unverdächtig. Gegner haben 8 Augen und jetzt kommt Karo Ass auf den Tisch. Sieht gar nicht übel aus. Logisch, Kreuz Ass wäre uns noch lieber gewesen. Hiermit wird natürlich auch ein bisschen die Karte verraten, aber der volle ist natürlich wichtig. Den kassieren wir erstmal ein. Lässt sich mit der Trumpf Dame, Trumpf Ass behalten wir noch. Wir haben ja mit dem Karo Buben noch einen Trumpf, den wir vorziehen können. Dann kann das Trumpf Ass auch noch einen Stich machen. So, wir behalten den Stich, ist ja klar. Ziehen den nächsten Buben und jetzt, ach du Schreck, es stehen nach dieser miesen Findung jetzt auch noch 4 Trümpfe dagegen und unsere Karte ist verraten. Und jetzt ist das Spiel nun wirklich nicht mehr gut. So, der Gegner hat hier jetzt übrigens nochmal eine Gelegenheit, das Spiel zu gewinnen. Da muss er aber interessanterweise den Buben rausnehmen. Er taucht hier mit der Lusche und damit hier an der Stelle startet das Rätsel und fragt euch, ja, wie habt ihr denn jetzt plötzlich noch eine Siegidee? Wie könnt ihr das Spiel nach diesem schlechten Einstand für euch entscheiden? Ja, also ihr steht auf 29, ne? Das Herz Ass werden wir wohl auch heimbekommen auf 40 und das Pik Ass sollte auch heimgehen auf 51. Aber wo kommen die letzten 10 Augen her? Ein volles brauchen wir ja noch. Und ja, eins sage ich euch, ihr könnt das natürlich auch ausprobieren in der Skat-App, aber wenn ihr jetzt hier Trumpf weiterspielt, in der Hoffnung, dass ihr irgendwie die Kreuz 10 dann nach Hause bekommt, das funktioniert nicht. Ärgerlicherweise sitzt das Kreuz Ass hinter euch und das ist ein Stück weit auch schon zu vermuten. Ansonsten, wenn der Spieler hier neben den beiden schwarzen Buben und dem Karo Ass jetzt auch noch das Kreuz Ass gehabt hätte, dann wäre ihr womöglich doch nicht schon für 18 rangekommen. Also, Kreuz direkt auszuspielen verbietet sich auch. Dann ist die Kreuz 10 schnell futsch, denn die Karte ist ja schon verraten. Es bleibt also nur noch der übliche Plan. Herz und zwar einmal von oben, upp, damit ihr jetzt hier auf 40 steht und dann von unten die Herzdame einfach wieder rausschubsen, wie es so im Profi-Jargon heißt. Lasst mal dann die anderen antreten. Natürlich braucht ihr jetzt auch eine einigermaßen gleichmäßige Verteilung, aber wie gesagt, aufgrund der nur geringen Reizung des Spielers, der 2 Buben und ein Ass hat, kann man auch schon fast davon ausgehen, dass er sowas wie einen Rollmops hat und das ist dann auch der Fall. Und jetzt haben die Gegner ein Problem, denn der Spieler hier hat im Spielverlauf die Herz 7 abgeworfen auf den zweiten Buben und jetzt kann er nicht mehr die Herz Lusche bringen. Wenn er die noch behalten hätte, dann könnte er Herz Lusche bringen und seinem Partner einen Kreuzabwurf ermöglichen. So geht das nicht. Die Karte bleibt gleichmäßig stehen und jetzt braucht ihr hier nochmal eine kleine präzise Idee und die sieht wie etwa aus?
Ja, erneut. Man könnte jetzt auf die Idee kommen, auch hier zu stechen auf 51, dann Trumpf rauszuspielen und zu hoffen, die Kreuz 10, 10 heimzubekommen. Aber wie schon gesagt, aufgrund der niedrigen Reizung ist das schon nicht besonders wahrscheinlich, dass das Kreuz Ass vor euch steht. Und insofern ist die Kreuz 10 hier eher so ein, ja, so eine kleine Ablenkungskarte, die euch vielleicht hier auf die falsche Fährte lockt. Den vollen, den ihr auf 61 braucht, das ist eben nicht die Kreuz 10, sondern das ist die Trumpf 10, denn der Spieler hier hat ja 4 Trumpf dagegen, steht jetzt noch in 2 Trümpfen und durch das Vorspielen von Karo habt ihr jetzt die Gelegenheit, euch in einen Trumpfgleichstand zu stechen, zu manövrieren. Ihr gewinnt übrigens natürlich auch, wenn der Spieler jetzt Kreuz nachspielt, dann bekommt ihr die 61 auf dem anderen Weg, dann bekommt ihr Kreuz 10 heim und Pik Ass auf 61. So stecht ihr jetzt einfach. Behaltet das Ass natürlich noch da, damit wollt ihr die 10 angeln und habt jetzt wieder eine Karte, wo ihr erneut das Spiel rausschubsen müsst, damit die anderen antreten. Und dabei gibt es jetzt noch einen kleinen Pferdefuß. Wer jetzt hier die Kreuz 7 loslegt, der wird feststellen, dass die Gegner gar nicht so dusselig sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Die nehmen dann einfach das Ass raus und schieben Kreuz zurück und dann ist die Gabel geplatzt. Dann holt sich der Spieler hier eure beiden Trumpfstiche mit dem Trumpf Ass. Nein, ihr müsst deswegen jetzt die Trumpf 10 direkt aufgeben, um eben diesen Rückschub zu verhindern. Ja, und was ich ja manchmal so höre, Mensch, die Rätsel sind ja einfach, habe ich schon im dritten Versuch gelöst. Ja, bravo, sage ich jetzt mal, ne? Im dritten Versuch heißt, dass du an sich zweimal gescheitert bist. Das heißt, am Tisch hast du aber nur einen Versuch, also ein Rätsel. Was ich erst beim dritten Versuch löse, da sollte ich vielleicht ein bisschen ja, kleinere Brötchen backen und nicht direkt sagen, Mensch, wie leicht war das denn, sondern einfach vorm Legen der Karten schon mal richtig tief drüber nachdenken und dann beim ersten Versuch lösen und dann am Tisch, wenn solche Situationen entstehen, auch beim ersten Versuch lösen. Dann könnt ihr sagen, das Rätsel war ja leicht, wenn ihr das drauf habt. So, was passiert jetzt hier im Endspiel? Kreuz wird eben auch von beiden bedient. Und danach bleibt nichts anderes dem Spieler hier über, als seine Pik 10 aufzugeben. Und ihr gewinnt das Spiel mit 61. Also die übliche Technik: auf einen vollen gehen mit einer Trumpfgabel am Ende, obwohl ihr hier nicht mal den höchsten Trumpf habt, indem ihr euch auf dem Trumpfgleichstand spielt, indem ihr euch zweimal vom Spiel verabschiedet, indem ihr die Gegner antreten lässt. Das ist ein ganz typisches Skatmuster, was natürlich dann auch immer die Mithilfe der Gegner erfordert. Denn auch der Spieler hier, der hat einen Rollmops mit Zweien, wenn der nicht im zweiten Stich direkt das Karo Ass testet, sondern erstmal aus seinen bestellten Königen das Spiel öffnet, dann wird euch ja diese Partie um die Ohren fliegen. Aber ihr kennt natürlich auch den Merksatz, wenn ihr die Trümpfe habt, dann spielt doch die Vollen an. Und so gesehen wird euch das am Tisch oft genug passieren. Und dann ergibt sich ihm eine Gelegenheit. Und diese Gelegenheit, die muss gleichwohl erst noch ergriffen werden. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bedanke mich auch für eine extra Unterstützung in diesem Monat bei Jan-Christoph Müglich. Ich weiß das sehr zu schätzen, wie ihr meine Arbeit würdigt. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Restfreitag, ein schönes Wochenende und wie immer, good blood.